Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Frage, ist es eigentlich gut, dass wir besonders viele, auch kleine Stromnetzbetreiber haben oder könnte sich dieser Markt oder diese Situation auch mal weiter konsolidieren? Und wer das Video sehr aktuell schaut, weiß natürlich, da gab es in den letzten Tagen nämlich doch ein bisschen Aufruhr rund um ein Gemeindewerk, was offiziell aufgeben wird, den Stromnetzbetrieb selbst noch bewerkstelligen zu wollen, weil es geht halt nicht, man kann es sich nicht leisten, es ist nicht zu stemmen und so weiter und so fort. Und wir schauen mal rein, ob das so ein gutes Argument ist oder auch nicht. Die Überschrift zum Beispiel hier bei einer der regionalen Zeitungen war: ein trauriger Tag für Wilhelmsdorf. Die Gemeinde verkauft das Stromnetz an den Konzern. Also klingt es schon mal nach was ganz Schrecklichem, weil die Gemeinde vor Ort, die muss unter traurigen Bedingungen offensichtlich ja an einen bösen Konzern den Netzbetrieb abgeben. Und im Großen und Ganzen, ne, es war ein Gemeindewerk Wilhelmsdorf, die unter anderem den Stromnetz und auch den Stromvertrieb gemacht haben. Die machen auch Wasser und da läuft es wohl, glaube ich, auch weiter. Und die geben jetzt praktisch das Stromnetz ab an die NRG, den großen regionalen Konzern da in der Nürnberger Region, ganz grob gesagt Nürnberger Region, also auch noch viel weiter, auch Würzburg und Co., soweit ich das jetzt noch im Blick habe. Das ist erstmal die Schlagzeile, die an verschiedenen Stellen auch übernommen worden ist. Und die haben selbst hier auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo dann darauf hingewiesen wird, na, zum Jahresende wird der Betrieb eingestellt. Zum Jahreswechsel geht das Stromnetz dann an die NRG, 9 Kilometer Mittelspannung, 69 Kilometer Niederspannungsnetz. Und die Gemeindewerke, die auch noch Energieversorger waren, also auch Stromvertrieb gemacht haben, die hören auch damit noch auf. Und damit ein bisschen darüber geredet, dass die Energie ganz toll ist, 24-Stunden-Entstörungsdienst etc. etc. Und dass sie hier nochmal drüber informieren, wie das so läuft und auch wie das mit dem Grundversorgungstarif dann läuft, weil die natürlich dorthin erstmal übergehen werden. Langfristig beste Lösung. Schweren Herzens haben wir uns im Gemeinderat nach 18 Monaten intensiven, vorausschauenden Überlegungen entschieden, unser Netz an den vorgelagerten Netzbetreiber zu verkaufen. Vorgelagert wird meistens gesagt, wenn es ein kleines Netz ist, was so ein größeres Nachbarnetz hat, was da eben verschiedene auch koordinative Aufgaben quasi übernimmt und deswegen vorgelagert ist. In den vergangenen Jahren hat die Regulierung Ausmaße angenommen, die uns als kleine Kommune den zuverlässigen und rechtskonformen Netzbetrieb auf lange Sicht unmöglich machen. Hier wird es erstmal, und das ist eine wichtige Opferhaltung, die man hier mal rauslesen muss. Die Regulierung hat Ausmaße angenommen, die es uns als kleine Kommune unmöglich macht. Das ist eine Haltung erstmal, ne, die aussagt, wir sind daran nicht schuld, sondern die böse Regulierung ist daran schuld, dass wir das nicht mehr machen können. Hinzu kommen drastische Mehrbelastungen für die Mitarbeitenden, zusätzliches Fachpersonal ist kaum zu finden. Das ist absolut definitiv so. Es gibt keine freien Energiewirtschaftler in der Branche, die irgendwo auf Jobsuche wären. Jeder, der schon mal Erfahrung in der Energiewirtschaft hat, findet sofort einen Job bei 20 mindestens weiteren Unternehmen. Gerade wenn man nicht komplett regional gebunden ist und heutzutage eh viel online laufen kann. Also jeder findet sofort einen Job. Deswegen gibt es natürlich auch kein freies Fachpersonal, was einfach irgendwo hinkommen würde. Es sind immer Quereinsteiger, die ausgebildet werden müssen. Gut für mich, keine Frage. Der hohe Investitionsbedarf in einem sich stark verändernden Umfeld, ne, mehr Elektromobilität, Wärmepumpen, digitale Zähler, hätte die Gemeinde finanziell stark belastet und unweigerlich zu erhöhten Netzentgelten geführt. Ja, natürlich, das ist genau der Mechanismus, der da greift. Ne. Wenn dann der Netzbetreiber mehr zahlen muss, dann werden entsprechend auch, wenn es berechtigte Kosten sind, erhöhte Netzentgelte kommen. Ne, das ist halt so. Und im Zweifel kann dann eventuell nämlich die Energie als größerer Konzern mit besseren Einkaufsbedingungen, besserer Koordination, besseren Lagerbedingungen, das Ganze tatsächlich günstiger machen, kosteneffizienter zumindest machen. Naja. Ja, und dementsprechend, man findet das alles ganz toll, die Mitarbeiterinnen bleiben in der Kommune beschäftigt und dann nur nochmal, ja, Energie wird das ganz gerne machen. Und genau, dann nochmal ein bisschen was zur Energie erzeugen, wie das eben so üblich ist. Dann finde ich es ganz sehr spannend. Versorgungsqualität liegt auf einem sehr hohen Niveau. Durchschnittlich nicht einmal 7 Minuten mussten die Menschen im Netzgebiet 22 infolge von Unwettern oder Leitungsschäden ohne Strom auskommen. Die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je angeschlossenen Netzverbraucher liegt in Deutschland deutlich höher, 12,2 Minuten. Und diesen Absatz fand ich richtig frech, weil hier
Zahlen ausformuliert werden, die so überhaupt nicht das treffen, was hier angedeutet wird. Nämlich diese 12,2 Minuten in dem Jahre 22 sind beim Saidi-Wert, über den wir hier auf dem Kanal einige Male schon gesprochen haben, überhaupt nicht die Unterbrechungen für Haushaltskunden, also für die Menschen, die ja hier oben angesprochen werden, sondern sind die Gesamtwerte für Niederspannung und Mittelspannung. Und Mittelspannung typischerweise sind keine Haushalte, sondern Gewerbeeinheiten, bei denen aus verschiedenen Gründen immer mal Unterbrechungen kommen können. Das heißt, der tatsächliche Unterbrechungswert für Haushalte ist in beiden Regionen sehr, 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 sehr gering. Viel, viel geringer als diese Werte hier. Sie sind bei unter 2 Minuten oder ungefähr bei 2 Minuten. Das ist also ein bisschen irritierend, dass man das so schreibt. Ja, weil der Wert ist für Nieder- und Mittelspannung. Das ist so natürlich nicht ganz fair. Okay, mal drüber hinaus haben wir es erstmal festgestellt, okay, die geben das Ganze jetzt also ab. Wie kommt es überhaupt dazu, dass es sowas hier gibt? Also Netzbetreiber als solche. Wir wissen ja, wir haben irgendwann mal eine Marktliberalisierung eingeführt. Und zwar ging das so im Großen und Ganzen 1996 los mit der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie auf EU-Ebene. 2 Jahre später, Energiewirtschaftsgesetz 98, hat dann die ersten Rahmenbedingungen gesteckt dafür, dass wir einen Wettbewerb schaffen. Mit eben Netzen solo, dann wettbewerblichen Kraftwerksbetreibern und Einspeisern, wettbewerblichen Versorgern, die dann mit im Endkundengeschäft sind. Und dann später wettbewerblicher Messstellenbetrieb und so weiter und so fort. Was ist dabei das Spannende? Die Netze als solche sind natürliche Monopole. Die sind ja geschlossene Leitungen. So ein Stromnetz beginnt irgendwo bei einer Einspeiseanlage und endet irgendwo an einer Steckdose vom Verbraucher. Und da ist Wettbewerb denkbar schwierig. In der Einspeiseseite geht das noch, weil ich kann mir vorstellen, dann einfach noch eine PV-Anlage anzuschließen, die speist dann ein und die ist dann ein wettbewerblicher Kraftwerksbetreiber sozusagen. Oder der nächste Windpark ist halt ein wettbewerblicher Einspeiser und Kraftwerksbetreiber. Kann man sich noch vorstellen. Aber Wettbewerb bei der Versorgung geht halt nicht physisch, elektrotechnisch tatsächlich greifbar, sondern ist rein virtuell, eine virtuelle Betrachtung von Kilowattstunden, die man dann eben sagt, die ordnen wir jetzt eben nicht dem Stadtwerk zu, sondern dem Discounter, dem Stromdiscounter oder dem Ökostromversorger oder Yellowstrom oder wem auch immer. Ja? Also das ist die Sache, dass wir sagen, virtuell schauen wir uns Kilowattstunden an und ordnen die irgendwo zu. Und dementsprechend kann dann ein Wettbewerb entstehen. Und dadurch ist es ja heute so, dass wir eben eine ganze Menge an Marktakteuren haben. Wenn wir uns mal anschauen wollen, wie viele Stromnetzbetreiber wir haben, gibt es so zum Beispiel die Seite hier bei der Bundesnetzagentur, bei der darauf hingewiesen wird, geh einfach aufs Marktstandardregister, geh da auf die Marktakteure, filtre die Registernummer mit Start SNB für Stromnetzbetreiber. Dann macht man das. Habe ich hier schon mal vorgefertigt. Also müsst ihr beim Filter nur halt Mastro-Nummer auswählen, dann SNB. Mit beginnt mit oder startet mit. Und dann habt ihr hier eine Liste von, das könnt ihr gar nicht sehen. Hier unten steht es, ist ganz klein, 892 Stromnetzbetreiber im Status aktiv. Ne? Das habe ich hier oben noch ausgewählt. Ne? Startet mit SNB und ist aktiv. 892 Stück. Wir haben also 892 Stromnetzbetreiber in Deutschland. Tja, was bedeutet das für uns? Wir haben also in vielen, vielen Regionen einen Netzbetreiber, der nur für diese kleine Region zuständig ist. Und da kann man dann die Haltung der Gemeindewerke durchaus verstehen. 892, wenn man mal so die ganz großen und die größeren regionalen abzieht, kommt man halt auf ungefähr 800. Und 800 Stadtwerke haben wir auch so in etwa in Deutschland. Das heißt, das trifft sich relativ gut. Die ganzen Stadtwerke, Gemeindewerke, das sind halt auch meistens eigene kleine Netzbetreiber. Tja, und die müssen dann alles machen, was man da so machen muss. Unter anderem ja zum Beispiel die Netznutzung organisieren mit den ganzen Versorgern. Und da beginnt dann nämlich schon die weitere Geschichte. Und wenn man mal so geht auf Versorger, es gibt so eine Übersichtsseite, Lieferantenanzeige, weil wer Versorger sein will in der deutschen Energiewirtschaft, muss sich bei der Bundesnetzagentur melden, dass er das jetzt macht. Er muss es sich nicht genehmigen lassen. Genehmigungen brauchen nur die Netzbetreiber. Aber wer als Versorger tätig sein will, muss sich selbst anmelden bei der Bundesnetzagentur. Und dafür gibt es dann hier so eine Liste. Die ist hier 27 Seiten lang, hat entsprechend hier relativ viele Inhalte. Also diese Tabelle umfasst dann halt sicherlich so um die 1.500 Stromversorger.
Also wir werden ungefähr 1.500 haben, so plus minus. Im Gasbereich übrigens ist es ja ähnlich. Ne? Also Gas ist ja genauso reguliert marktlich wie Strom. Und da kommen wir auf sogar eine fast genauso hohe Anzahl an Versorgern. Es müssten so etwas um die 1.000 sein, aber trotzdem viele, viele, viele. Bei Strom 1.500. So, und der Netzbetreiber muss dann eben zum Beispiel organisieren, dass er als Marktakteur, Netzbetreiber dann die tatsächliche Anzahl an Versorgern, die vor Ort Kunden gefunden haben, dann eben mit organisieren in der Netznutzung. Wenn ich mein Netz habe und ich habe nur einen aktiven Versorger bei mir, also meine Kunden werden nur von einem versorgt tatsächlich, weil die wollen keinen anderen, dann muss ich nur mit diesem einen meine Geschäfte tätigen. Dann kommt der erste Discounter und dann muss ich mit dem auch noch Geschäfte tätigen, weil jetzt hat er ja auch Kunden gewonnen. So, und dann kommen wir aber heute auf schlimmstenfalls 1.500 Versorger. Wenn also 1.500 Kunden von mir jeweils einen nächsten Versorger sich gewählt haben, dann müsste ich jetzt schlimmstenfalls als kleiner Netzbetreiber mit 1.500 Marktpartnern Versorgergeschäfte klären, regeln. Also praktisch die gesamte Netznutzung managen. Und da wird es dann tatsächlich schon langsam aber sicher kompliziert. Also sprechen wir doch mal ein bisschen drüber, was das Ganze jetzt ausmacht. Ne? Wir haben ja gesagt, so der Netzbetreiber, der ist jetzt irgendwann mal mit der Aufgabe betraut worden, den Netzbetrieb zu organisieren. Dahinter steckt dann immer eine sogenannte Konzession. Den Begriff kennen wir auch aus anderen Bereichen, wenn eine hoheitliche Stelle, zum Beispiel einem Wirt, also einer Gaststätte, eine Konzession und damit eine Betriebserlaubnis gibt. Das ist so das eine, wo man den Begriff Konzession kennt. Und ansonsten ist es so das Wegerecht. Und das hat dann etwas zu tun mit zum Beispiel Leitungen, die durch öffentlich-rechtlichen Grund sozusagen gelegt werden. Ne? Also die Leitung, die dann von einem Netzbetreiber betrieben wird, die liegt ja dann im Boden, der zu einer Gemeinde gehört. Und die Gemeinde erlaubt das dann praktisch dem Netzbetreiber, indem der die Konzession für den Betrieb der Leitungen bekommt. So ist das im Großen und Ganzen zu verstehen. Wenn diese Konzession ausläuft, so als solcher, dann gibt es dafür im Regelfall eine Ausschreibung. Und dann kann man sagen, ich möchte gerne hier Netzbetreiber sein bzw. werden. Und dann wird halt ausgeschrieben, wird ein Angebot gemacht, wird gewertet und am Ende kriegt jemand den Zuschlag. Wenn nur der schon bisherige Netzbetreiber sagt, ich will das weitermachen, dann braucht man nicht komplett natürlich so ein Angebotsverfahren durchziehen, sondern hat dann halt nur einen Angebotsabgeber und muss dann halt nur mit dem die Bedingungen weiter aushandeln. Jedenfalls gibt es dann so eine Ausschreibung und dann schlussendlich die Zusage für den Betrieb. So. Und der Betrieb bedeutet dann im Regelfall, dass man das für 20 Jahre macht. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, anhand der Formulierung, dass hier bei den Gemeindewerken die 20 Jahre noch nicht vorbei waren, sondern die praktisch jetzt außerplanmäßig das Ganze aufgeben und die Gemeinde eine Direktvergabe an die Energie praktisch dort organisiert hat. So kann ich mir das gerade vorstellen. Stand da nicht so direkt und habe ich es auch aus den ersten Unterlagen nicht anders rausgelesen. Wenn ihr davon was wisst, weil ihr vor Ort tätig seid, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich gehe mal davon aus, das war jetzt außerplanmäßig eine Übergabe und nicht das Auslaufen der Konzession. Man kriegt dann also hier die Zusage für den Betrieb des Netzes. Damit ist man dann vielschichtig in Verantwortung. Unter anderem ja für die Leitungen. Also das eine, was man hier tatsächlich mal so sehen muss, ist, wir haben dann Stromleitungen, wir haben Transformatoren, vielleicht Umspannwerke, wenn die nicht bei den Vorgelagerten zuordnen sind, sondern bei mir selbst oder halt andere Sachen, eine Ortsnetzstation, also verschiedene Betriebsmittel im Stromnetz. Und ich habe natürlich meine Einspeiseanlagen und meine Verbrauchsanlagen, vielleicht auch industrielle Verbraucher, die alle ihre entsprechenden Anschlüsse brauchen und das muss dann laufen. Das ist also unter anderem auch einfach mal ganz wichtig, kritische Infrastruktur. Ne? Also hier habe ich eine gewisse Verantwortung, dass das Ganze läuft. Jetzt ist das kritische Infrastruktur, das ist aber auch im Sinne von zum Beispiel Haushaltsanschlüssen ein Thema des Verbraucherschutzes. Das heißt, wir müssen als Netzbetreiber auch bedenken, dass wir im Prinzip auch immer in einem Endkundengeschäft sind.
aber im Regelfall ja nichts auffällt, weil es läuft ja einfach. Ne? Also man ist ja irgendwann mal angeschlossen worden, wenn man ein Haus neu baut, wird man angeschlossen und dann läuft es halt. Und nur wenn der Strom mal ausfällt, fällt mir auf, ach, na, hier ist ja eine Leitung, was ist denn mit der los? Ne? Das heißt, im Regelfall habe ich da nicht mehr viel zu tun, aber wenn es mal nicht mehr klappt, kommen sofort die Leute mit Fackeln und Heugabeln und sagen, was ist hier los? Ne? Also ich komme selbst vom Dorf. Ne? Also daher ist das jetzt überhaupt kein Vorwurf, sondern so ist es halt. Man ist dann schnell erregt und sagt, warum habe ich keinen Strom? So, tatsächlich hatte ich ja vor einiger Zeit an 3 Tagen nacheinander frühst kurz einen Stromausfall. Da gab es auch tatsächlich hier dann Maßnahmen, wohl aber im Mittelspannungsnetz vom regionalen Netzbetreiber. Und der hat dann aber tatsächlich auch informiert darüber, hupsi, wir müssen hier gerade was machen. Es war dann zu spät, also erst nachdem es passiert ist. Aber immerhin wurde dann noch transparent erklärt, ja, wir haben hier tatsächlich Baumaßnahmen. Die haben hier für Ausfälle gesorgt. Naja. Es ist aber wichtig, dass es Haushaltskunden sind, das sind Verbraucher, die sind in Deutschland nochmal besonders geschützt. Das heißt, ich muss denen auch im Prinzip den Zugang garantieren zu dem Netz, weil die haben einen Anspruch darauf, wenn nichts Gegenteiliges passiert. Ne? Also wir haben über sowas wie die Niederspannungsanschlussverordnung NAV, aber auch über das Energiewirtschaftsgesetz und für den anderen Aspekte haben wir ja den Punkt, dass Haushaltskunden ein Recht auf Versorgung haben, was man dann wiederum über die Grundversorgungsverordnung noch weiter ausdefiniert. Aber wir sind erstmal nur gerade im Netzbereich. Das heißt, wir haben die Leitung und wir haben die Anschlüsse. Und dann gibt es aber, wie gesagt, ja dieses Wettbewerbsgeschäft mit den Versorgern. Also bestenfalls mit einem bis vielleicht 5 und schlimmstenfalls mit 100 und mehr. Und das ist dann eben das Thema der Netznutzung. Und da wisst ihr ja, wenn ihr meinem Kanal hier folgt, dass es ganz schön kompliziert werden kann, weil wir so viele, viele, viele Regeln haben. Und es wurde ja in der Pressemitteilung auch darüber gesprochen, dass es da eben das Thema gibt der Regulierung. Und das ist natürlich absolut richtig. Ne? Also im Thema der Netznutzung haben wir halt sowas wie die Wechselprozesse. Ne? Also wo dann ein Versorgerwechsel stattfindet. Das heißt aber meistens, dass ein alter Versorger jetzt abgelöst wird, der neue meldet sich an. Dann muss der Alte gefragt werden, hat das seine Richtigkeit? Dann sagt der Alte, ich weiß von nichts, lehnen wir ab. Und dann muss da irgendwie noch geklärt werden, ist auch nervig. Da gibt es vielleicht sogar schon einen dritten Versorger, der sich schon für die Zukunft angemeldet hatte. Der wird jetzt noch überholt, weil die Kunden sich nicht merken, was sie tun. Das ist alles völlig normal, passiert tagtäglich. Das heißt, man hat da irgendwie mit wettbewerblichen Versorgern zu tun, die alle das Interesse haben, den Kunden zu kriegen. Aber müssen das halt auch richtig machen. Ja, und auch der Kunde muss die richtigen Daten schicken. Das ist alles nicht so einfach. Dann müssen die Stammdaten passen, dann müssen die Daten von dem Kunden wirklich mal annähernd der Realität entsprechen. Ihr wisst ja, wenn ihr euch bei einem Versorger anmeldet für einen Tarifwechsel, dann gibt er an, wie viel Strom ihr verbraucht. Dann tragt man da halt ein 2000 Kilowattstunden. Ja, was ist denn aber, wenn es nicht stimmt? Die 2000 werden ja dann angenommen für das Jahr. Wenn ich dann aber 3000 verbrauche oder nur 1000, dann ist das ganz schön daneben. Ne? Und das weiß so lange niemand. Das heißt, dann im Nachgang müssen wir hier jede Menge Klärungsprozesse im Zweifel noch durchführen. Das heißt, wir haben da verschiedene Sachen, wie zum Beispiel eine Netzabrechnung, wo ich dann dem Versorger, der zugeordnet ist, natürlich jede Kilowattstunde, die er durchlaufen lässt, abrechne. Wenn dann die Prognose von gerade eben, diese 2000 Kilowattstunden, mit der Realität, gemessen 1000 Kilowattstunden, so weit auseinander liegt, dann haben wir sowas wie die Mehr- und Mindermengenprozesse. Ich kürze mal gerade ab MEMI-Abrechnung. Jetzt bist du als Netzbetreiber außerdem zwar nicht so mit so einem eigenen Portfolio unterwegs. Das heißt, du bist jetzt nicht direkt in einer kompletten Bilanzkreisbewirtschaftung, wie zumindest der Versorger. Aber du musst trotzdem so eine Gegenseite für diese wettbewerbliche Energiemengenbetrachtung machen. Eine Bilanzkreisbewirtschaftung ist praktisch die Energiemengenbuchhaltung auf so einem Energiemengenkonto. Habe ich aber auch schon mal auf dem Kanal hier erklärt. Und ich muss halt die Gegenseite machen. Ich muss halt feststellen, was müsste denn hier in der Buchhaltung praktisch stehen als Netzbetreiber? Habe ich ja die Übersicht über mein Netz. Also was ist hier irgendwo mal eingespeist worden? Was ist hier irgendwo mal verbraucht worden? Oder was wird auch verbraucht werden? Was ist aus Nachbarnetzen bei mir reingeflossen? Was fließt von mir zu den Nachbarnetzen rüber? Und was sind so Verluste wegen Umspannungen, Trafos, was auch immer noch? Ne? Also auch Verhältnis Wirkstrom, Blindstrom und so weiter. Also viele Aspekte, die nochmal eine so gewisse Relevanz haben. Das heißt auch, ich habe hier als Netzbetreiber ein sogenanntes Bilanzierungsgebiet.
Das entspricht praktisch dem Netzgebiet, das ich per Konzession bekomme, ist aber so eine zweite virtuelle Ebene, in der ich praktisch den Stromfluss betrachte, der da so läuft. Ne? Wie gesagt, da Einspeiser, da Verbraucher, da ein Speicher, da eine Übergabe zum vorgelagerten Netz. Und jetzt muss ich hier halt wild hin und her rechnen, meine Verluste mit einberechnen und habe dann so eine Annahme darüber, was für Energiemengen praktisch im Portfolio eines einzelnen Versorgers, der in meinem Netzgebiet tätig ist, stehen müsste in Bezug auf mein Netzgebiet. Ja, also immer die Unterscheidung, wenn der Versorger in 100 Netzgebieten tätig ist, dann trennt der ab, was den einzelnen Netzbetreiber jeweils betrifft, anhand der Kunden, die vor Ort sind. Und als Netzbetreiber schaue ich mir praktisch an, was bei all den Kunden, die ich so habe, also alle Anschlüsse, die ich habe, was da für Versorger jeweils tätig sind und was deren Energiemengenportfolio in meinem Netz praktisch so für eine Wirkung hat. Das betrachte ich dann jeweils, das unterscheide ich. Das heißt, hier haben wir dann zum Beispiel auch die ganzen Zeitreihenprozesse bzw. Summenzeitreihenprozesse. Ich kürze es mal ab mit SZR, Summenzeitreihe, wo wir praktisch diese Bilanzierungsbuchungen haben. Ne? So ein Buchungssatz könnte man sagen, ist eine Summenzeitreihenbuchung. Naja, ist es mal leicht runtergebrochen. Und da, allein da jetzt schon merken wir, ach, das ist ganz schön viel Alltagsoperatives. Also viele, ja auch klar, regulatorisch geregelte Themen, die unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur oder der Landesregulierungskammern liegen. Und damit hört es ja nicht auf. Na, also es geht natürlich noch weiter, dass wir dann so das große Thema der Digitalisierung haben, da also vielleicht auch das Zählerwesen mit zu verstehen, ne? Also der GMSB, grundzuständiger Messstellenbetreiber, der den Smart Meter Rollout ausorganisieren muss, wo es ja verschiedenste Aspekte gibt. Auch hier dann das Thema zum Beispiel 14a, ne? Die steuerbaren Verbraucher. Ihr seht das gar nicht mehr. Moment. Ich tue mich mal hier rüber. Warum seht ihr das hier gar nicht mehr? Jetzt seht ihr es wieder ungefähr. Das ist ein relativ komplexes Thema. Wartet noch was, ich muss mich mal so scrollen. Auf meinem Monitor ist es nämlich witzigerweise anders als hier auf eurem. Wir haben eine sehr starke Elektrifizierung. Das heißt, wir verbrauchen jetzt über Wärmepumpen, E-Mobile, Ladestationen, aber auch einfach über Geräte, die wir verwenden, sehr viel mehr Strom als in der Vergangenheit. Nun ist aber die Leitung vielleicht anhand von Daten mal gebaut worden, die in den 90ern oder 0er Jahren vorlagen. Da hat man eine Leitung entsprechend dimensioniert und hat missverstanden oder nicht anerkannt, dass als so eine so extreme Elektrifizierung stattfindet für den gesamten Wärme- und Verkehrsbereich und das halt alles im Niederspannungsnetz bei Haushaltskunden jetzt mit anliegt und dann eben der Haushaltskunde nicht mehr 2000, sondern vielleicht 10.000 Kilowattstunden verbraucht und er manchmal Leistungsspitzen hat. Wäre schlimm, wenn es nur einer wäre. Aber der Nachbar hat das ja auch und der Nachbar hat das ja auch und der Nachbar hat das ja auch. Und dementsprechend sind die Niederspannungsleitungen in vielen ruralen Gegenden, also ländlichen Gegenden, eher nicht dafür ausgelegt, das wirklich zu können. Und deswegen zum Beispiel § 14a, die steuerbaren Verbraucher, wo wir dann plötzlich eben dann mit dem intelligenten Messsystem und einer Steuerbox hier so eine Ferndimmung umsetzen müssen. Was übrigens nicht zu vergleichen ist mit dem Netzbetreiberstopp oder IVU-Stopp, also so eine Komplettabschaltung von Anlagen. Ne? Das ist was anderes und das ist auch so dann nicht mehr wirklich zulässig, weil hier geht es darum, eine bestehende Anlage, die per Verbraucherschutz auch ein Recht hat zu laufen, dass sie halt nur gedimmt wird, damit wir kein Blackout bekommen in Niederspannungsnetz vor Ort. Ne? Das ist ja der Hintergrund davon. Ihr müsst ja wissen, das ist immer noch nur ein Aspekt vom Gesamten, weil jetzt es hat ja diesen Betrieb, muss diese ganzen Sachen hier beachten und was muss er dabei auch noch beachten? Seine Finanzierung. Wie kommt die überhaupt zustande? Und da haben wir dann eben das große Thema, was wir ja wieder am Anfang gesprochen haben, mit der Monopolsituation. Wenn der Netzbetreiber halt im Kern eigentlich ja ein natürliches Monopol hat und ist, muss man ja jetzt, um einen fairen Wettbewerb möglich zu machen, den wirtschaftlich wirklich unabhängig stellen von allen anderen Aspekten der Wertschöpfungskette. Das heißt, dem Netzbetreiber muss es egal sein können, wer
die Kraftwerke betreibt und wer die Endkunden versorgt und das Portfolio dann praktisch bewirtschaftet. Dem muss das komplett egal sein können. Ne? Schwesterunternehmen, Stadtwerk, genauso gut wie irgendein beliebiger Discounter. Und dafür muss der Netzbetreiber wirtschaftlich einen komplett separaten Einkommensstrom kriegen. Und das sind natürlich offensichtlich die Netzentgelte. Nun steckt hinter dem Ganzen aber auch das Thema der Anreizregulierung, weil wenn wir sagen, naja, der soll halt finanziell unabhängig sein, der kann halt seine Netzentgelte dann aufrufen, na dann ruft er halt irgendwelche Netzentgelte auf und das Portemonnaie läuft langsam voll. Nee, natürlich nicht. Wir haben eine Aufsicht, das heißt, der Netzbetreiber soll so kosteneffizient wie nur möglich sein. Es gibt ein Benchmarking. Wir haben gerade im vorigen Video erst darüber gesprochen, dass es da Faktoren gibt in einer sehr komplexen Berechnungsformel, die dann eben dafür sorgen, dass ein gewisser Kosten- und Effizienzdruck, ein Benchmark schlussendlich hier vorhanden ist. Und mit dieser Anreizregulierung gibt es dann eben Erlösobergrenzen, die ein Netzbetreiber überhaupt nur erreichen darf und aus denen dann praktisch durch die angenommene Menge von Kilowattstunden im Jahr ergeben sich die Netzentgelte pro Kilowattstunde, die hier durchfließen. Und diese Netzentgelte kann ich dann praktisch als meine Einnahmequelle sehen. Es gibt verschiedene andere Umlagen, die der Netzbetreiber auch einsammelt, die aber praktisch abzugeben sind für diejenigen, die diese Aufgaben der Umlagen organisieren. Früher die EEG-Umlage ist direkt an den Übertragungsnetzbetreiber gegangen. Jetzt hat solche Sachen wie die § 19 Strom, Netzentgeltverordnungsumlage, Offshore-Haftungsumlage, KWK-Abgabe und so weiter. Die sind halt jeweils dafür da, diese Tätigkeit zu finanzieren und werden deswegen in so Geldtöpfen gesammelt. Und das ist dann im Regelfall auch nicht das Geld, mit dem der Netzbetreiber hier schön irgendwas organisieren könnte, sondern das wird halt nur von dem eingesammelt und muss dann weitergereicht werden. Nur die Netzentgelte selbst. Und wenn er selbst Messstellenbetreiber ist, seine Messstellenbetriebsentgelte, die sammelt er ein und kann mit denen dann was machen. Und ist über die dann finanziell unabhängig von anderen Wertschöpfungsstufen. Er hat dann auch keinen Vorteil davon, wenn sein Schwesterunternehmen Versorger ist. Er selbst kriegt dadurch nicht mehr Geld. Jetzt bedeutet das aber, wenn wir hier diese Kosteneffizienz im Kern haben, ist da nicht viel Geld übrig, um irgendwelche beliebigen Aufgaben zu erledigen, die jetzt gerade nicht eingeplant waren, wie zum Beispiel die Ertüchtigung des Netzes, Ausbau des Netzes und so weiter und so fort. Und das ist dann schlussendlich ja der Hintergrund, was die hier gesagt haben, schlussendlich, ne? Also dass die das nicht mehr können. Also dass die halt diesen hohen Investitionsbedarf haben in einem sehr stark verändernden Umfeld, hätte zu erhöhten Netzentgelten geführt, wird es sowieso. Und dass aber eben auch die Regulierung so schlimm ist und man kann das als kleine Kommune einfach nicht mehr machen. Das stimmt schon prinzipiell, dass man das nicht kann. Man hätte aber natürlich auch eine bessere und einfachere Voraussetzung, das dann jetzt zu bewältigen, wenn man sehr, sehr stark zukunftsträchtig sich aufgestellt hätte mit einer gewissen Prozessautomatisierung, mit einer gut aufgestellten Personaldecke, die sich dann eben auch nicht vor den Regulierungsthemen hier versteckt, sondern das auch in dem kleinen Hause organisiert. Und das, was man nicht selbst machen kann, macht man halt mit benachbarten anderen Netzbetreibern oder macht man halt in einem Branchenverband oder in einem Netzbetreiberverband, in einem Stadtwerkerverband, von dem es so viele gibt, die sich auch mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Also es ist ja jetzt nicht so, als dass man alleine dastehen würde. Und man hat dann halt trotzdem sich dafür entschieden, auf einer politischen Ebene, im Gemeinderat, wir machen das nicht mehr selbst, wir geben das jetzt ab an die Energie. Da muss man überhaupt nicht sagen, dass es ein trauriger Tag ist, sondern man hat es halt entschieden als Gemeinderat. Ja, das ist erstmal so. Und da dann wieder drauf zu sagen, der böse Regulierer und die böse Politik, ist halt sehr leicht und einfach und auch opportun, aber trifft halt nicht ganz die Realität. Ähnlich wie nämlich in Oranienburg vor ein paar Wochen und Monaten, ist es am Ende des Tages auch der Netzbetreiber selbst, der in der Lage sein muss, so ein komplexes Themenfeld hier halt zu bewältigen. Und dafür muss er sich halt vorbereiten. Und dafür muss er sich dauerhaft weiterentwickeln.
Und das ist natürlich mega komplex. Viele, auch kleine Netzbetreiber oder viele meiner Kunden sind auch kleine Netzbetreiber, mit denen ich halt solche WWchen hier durcharbeite, denen ich dann halt zeigen muss, was Thema Smart Metering 14a und so konkret bedeutet. Oder wo wir dann durchsprechen, was der 24-Stunden-Lieferantenwechsel jetzt bedeuten wird und so weiter. Dann muss man das halt durchdringen und die eigene Kraft dahin bündeln, diese großen Themen zu erledigen und mit denen dann eben auch entsprechend umgehen zu können. Kosteneffizient. Und dann kann man im nächsten Schritt wahrscheinlich auch Leitungsoptimierung, Ausbau und so weiter wieder organisieren. Ja, es ist nicht einfach, keine Frage. Ja, aber muss halt gemacht werden. Ich sehe durchaus, dass das ein Problem ist und viele Häuser dem vielleicht nicht gewachsen sind. Und dementsprechend halte ich es auch gewissermaßen für einen Anfang. Dass jetzt die Gemeindewerke hier gesagt haben, wir schaffen das nicht, wir machen das nicht. Und die Gemeinde sagt, wir geben das ab an der Energie. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier eine Konsolidierung des Marktes sehen werden. Oder ja, des Marktes sozusagen, also eine Konsolidierung der Anzahl von Netzbetreibern und wir praktisch gewissermaßen Zusammenschlüsse sehen werden. Ich sehe nicht unbedingt, dass es nur die regionalen sein werden. Also wir haben ja in vielen Regionen große regionale Netzbetreiber. Ich bin hier in Thüringen, da ist dann die Thüringer Energienetze, ne, die TEN. Natürlich da, dann haben wir hier in der Nähe ja den Envia-Konzern, die dann Mitnetzstrom haben. Es gibt die NRG, es gibt ein EWE-Netz, ein EDIS-Netz, die ganzen E.ON-Netze von früher und so weiter und so fort. Ja, also es gibt natürlich diese ganzen Netze BW in Baden-Württemberg und so weiter. Es gibt diese ganzen größeren Regionalen, die könnten natürlich schon der Auffang sein. Also wo dann ein Gemeindewerk sagt oder so ein kleines Stadtwerk sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gebe es ab an den nächstgrößeren. Es kann aber auch sehr, sehr viel Sinn machen, wenn Stadtwerke, Gemeindewerke sagen, wir schließen uns zusammen mit dem Nächsten. Und sei es für vielleicht auch noch gewisse Teile unserer Wertschöpfung, sei es vielleicht auch nur erstmal für den Einkauf, für Lagerhaltung, für Servicepersonal zum Beispiel. Oder sei es auch ein kompletter Zusammenschluss. Es gibt da viele Varianten, die auch funktionieren, wo es Häuser gibt, die das erfolgreich gemacht haben. Wo dann als mehrere Stadtwerke sozusagen miteinander fusionieren, um dann die Aufgaben gemeinsam erledigen zu können. Ja? Und dann geht das auch. Aufgeben ist eine Sache. Hier gab es vielleicht keine Alternative oder keine war es besonders opportun, aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass man völlig hilflos in dieser Branche stehen würde. Von daher schauen wir mal, was die nächsten Monate und Jahre noch so bringen. Es wird ja nicht unbedingt im Moment leichter. Also die Aufgabenlast ist da und die ist groß und die wird jetzt nicht unbedingt kleiner. Über die nächsten Jahre wird es eher spannend, wer vielleicht auch mit einer voranschreitenden Geschwindigkeit arbeiten kann. Kommen dann mit dem Smart Metering und den dynamischen Stromtarifen kommen dann auch variable Netzentgelte und der schnelle 24-Stunden-Lieferantenwechsel und. Es wird wirklich, wirklich spannend. Schauen wir mal, was da noch so passiert. Okay, soweit erstmal dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Co. zu diesem gesamten Themengeflecht? Was haltet ihr von den kleinteiligen Netzbetreibern? Sollten die sich zusammenschließen? Sollte hier konsolidiert werden? Oder ist das besonders charmant, dass man vor Ort den Ansprechpartner hat? Und das ist halt der Kumpel aus dem Fußballverein. Oder reicht es halt, wenn das in der nächstgrößeren Stadt ist? Na, das könnte zum Beispiel so eine Idee sein, die dann eben sich hier ergibt. Gerne also unten mal eure Meinung und eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.